Hallo Mädels und Jungs. Wir haben uns letztens noch über Tourenfahren und Gepäck bei Touren und so weiter unterhalten. Bei mir geht's bald los. Die Planung bald abgeschlossen. Und sitze dann auf meinem Bike Richtung Schweiz und werde schöne Strecken genießen und hoffe, ich komme mit einigen schönen Aufnahmen wieder zurück. Das Wetter schaut momentan nicht so gut aus. Es hat für die nächsten Tage ein wenig Regen angesagt und werden wir mal sehen, ob wir die 2 Tage bei unserer Tour wirklich in den Regen kommen oder ob es größtenteils trocken abgeht. Was halt bei einer längeren Tour wichtig ist, ist neben einem Gore-Tex-Gewand oder neben einem Textil-Gewand fürs Motorradfahren mit Protektoren ist auch ganz wichtig, dass man ein Regengewand mitnimmt und verstaut es nicht ganz unten, sondern so, dass ja, wenn es wirklich einmal nach Regen ausschaut und vielleicht auch in Kürze regnen sollte, dass man es relativ schnell zugänglich hat. Eigentlich wäre das Thema nicht mehr unbedingt mehr die Tour gewesen, sondern Parkplätze in Wien. Und man sieht immer wieder, dass viele Wiener sich sehr große Autos kaufen. Meistens irgendwelche SUVs wie BMW X5 oder der Touran von VW, Volkswagen, oder einen Q7 von Audi und dann wirklich massive Probleme beim Parken haben. Es geht natürlich nicht nur um die SUVs, sondern auch um viele andere Fahrzeuge, die dementsprechend extreme Außenabmessungen haben und somit bei Parkplätzen oft sehr viel Platz brauchen und es sich bei einem Parkplatz oft nicht ausgeht. Und was man immer wieder beobachtet ist, dass die Damen und Herren mit ihren riesen Fahrzeugen 2 Parkplätze benutzen oder dementsprechend viel Abstand bei Längsparkern vorne und hinten halten, dass sie eigentlich einem zweiten noch den Parkplatz wegnehmen. Und das greift eigentlich in letzter Zeit immer mehr um sich. Das zweite Phänomen ist, dass man, wie schon vorhin angesprochen, sehr viele SUVs sieht, die auf Wiener angemeldet sind und eigentlich nur in der Stadt betrieben werden, also gar nicht hinauskommen. Das heißt, eigentlich gar keine Notwendigkeit eines SUVs gegeben ist,
ein SUV hauptsächlich dafür da ist, dass er mal abseits der befestigten Straße verwendet wird, halt auch einmal auf Feldwegen oder Schotterwegen. Aber ich kenne doch ein paar, die einen SUV haben und damit eigentlich noch nie aufs Land gefahren sind. Abgesehen davon, dass das Fahrzeug in seinem Leben wahrscheinlich nie einen Feldweg oder Schotterweg sehen wird. Und die Notwendigkeit eines SUVs irgendwie in Frage steht. Denn SUVs und Geländefahrzeuge sind ja eigentlich hauptsächlich dafür gedacht, dass man auch einmal sicher unterwegs ist, wenn es einmal abseits der befestigten Straße gehen soll. Und natürlich sind noble SUVs nicht für den harten Geländeeinsatz gebaut, aber normale Schotterstraßen oder Feldwege ist eigentlich kein Problem für einen normalen SUV oder einen Luxus-SUV und kann jederzeit eigentlich befahren werden. Alles andere ist dann natürlich eher für einen großen Geländewagen gedacht, wie einen oder zumindest für einen Geländewagen für den harten Einsatz wie Pajero oder auch der neue VW Amarok zum Beispiel. Die eher etwas für den Geländeeinsatz sind als Fahrzeuge, normale Fahrzeuge wie Standard VW Golf oder was auch immer. Trotzdem ist eben das Phänomen, dass man in der Stadt, also im innerstädtischen Bereich, eigentlich immer mehr SUVs sieht und die Zulassungsstatistik eigentlich immer mehr SUVs ausweist. Das heißt, es melden sich immer mehr Autobesitzer eigentlich einen SUV an. Und was eigentlich für den normalen Stadtverkehr kaum notwendig ist. Da sind wir gerade im Bagger vor dem neuen Zentralbahnhof, der die alte Straße abreißt. Und trotzdem ist trotz stetiger steigender Benzinpreise eine Zulassungsstatistik, die aussagt, dass immer wieder oder immer mehr SUVs zugelassen werden, die aber auch einen dementsprechend höheren Verbrauch haben gegenüber irgendwelchen normalen Straßenautos oder auch großen Limousinen. Und da stellt sich euch die Frage, wieso kaufen sich die Leute bei ständig steigendem Benzinpreis Riesenautos und regen sich dann über den Spritpreis auf? Am lustigsten ist eigentlich immer, dass man die größten Autos bei den billigsten Tankstellen sieht. Ja, klar, irgendwie muss ich ja den Riesentank vollbringen. Und somit ist natürlich die beste Alternative, wenn ich schon so ein riesen Auto habe, dass ich wenigstens beim Tanken ein wenig spare, wenn ich schon beim Benzinverbrauch nicht spare.
die lustige Sache daran ist, dass am Land die Zulassungsstatistik eigentlich bei SUVs leicht rückgängig ist. Offenbar werden in der Stadt demnächst die Straßen nicht mehr asphaltiert, am Land aber schon. Am Land werden mehr normale Pkw zugelassen als SUVs. Und wenn man der Zulassungsstatistik Glauben schenkt und die wird ja nach angemeldeten Fahrzeugen herausgegeben, das heißt also, die stimmt zu 100%. Muss ich mir demnächst Sorgen machen, ob die Straßen in der Stadt auch wirklich noch Asphalt haben oder ob ich nicht wieder vom Roller auf eine Enduro umsteigen sollte mit Stoppelbereifung. Denn irgendwas sollten ja die ganzen SUV-Fahrer wissen, oder? Nein, Scherz beiseite. Also ich denke, dass alle, die sich einen riesen SUV kaufen, sich wegen den Spritpreisen einfach nicht aufregen sollten. Denn sie haben noch immer die Möglichkeit, sich ein kleines, sparsames Fahrzeug zu kaufen. Einen normalen Pkw oder eine Limousine. Und sie werden genauso gut in der Stadt vorankommen. Und das Ganze bei viel weniger Benzinverbrauch.